sind wir beim dritten Teil unserer Dokumentation über die Schönstädter Marienschwestern in Zeiten der Corona-Pandemie. Heute möchten wir Ihnen gerne zeigen, wie wir versucht haben, Menschen in Not zu helfen. Ganz konkret geschah das im Gesundheitswesen, aber auch in sozialen Projekten und bei anderen Gelegenheiten. Kommen Sie mit! Como institución, nos hemos comprometido siempre con el cuidado integral de las personas. Por eso, en este contexto tan complejo, hemos lanzado un doble plan de contención y asistencia espiritual. En primer lugar, para nuestros colaboradores, pero también queremos brindar esta asistencia a nuestros pacientes y sus familiares. Sabemos que nos necesitan y junto a María, la Mater Dei, vamos a estar ahí. Meine Aufgabe ist ja als Dozentin mit Studierenden zu arbeiten und vor allem im Bereich der Pflegeforschung und Pflegewissenschaft. Also das Besondere in diesem Semester vom Covid-19, von der Pandemie, war, dass sehr viel online, dass eigentlich alles online stattgefunden hat. Das Anliegen war, die Studierenden zu entlasten und eben auch zu ermöglichen, dass sie parallel noch viel mehr arbeiten mussten in der Pflege wie sonst während des Studiums. Und eben da eine Entlastung zu schaffen und auch zu gucken, wie kann man die Studierenden gut begleiten. Und wir haben uns immer wieder online getroffen in so einem Meeting Room. Da war mir das große Anliegen, zu Beginn von dem Seminar zu ermöglichen, dass alle einmal was gesagt haben. Also dass sich jeden Student, jede Studentin einmal sehen konnte und auch hören konnte. Und dass sie erzählen konnten, wie es ihnen gerade so geht. Also so eine Fühlungnahme zu gucken, wo stehen sie gerade, was treibt die Studierenden um. Auch, dass sie einen Austausch erleben innerhalb ihrer Studentengruppe, dass es ihnen, den anderen ähnlich geht wie ihnen selber auch. Und das war so eine Erfahrung, die sie immer wieder dann auch im Rückblick gebracht haben oder genannt haben, was für sie sehr hilfreich war, zu erleben, man ist nicht alleine und man hat ein offenes Ohr für sie und begleitet sie in dem, was sie gerade umtreibt. Und das waren zum Teil schon auch heftige Situationen, die die Studenten erlebt haben, mit denen sie dann auch wieder umgehen mussten. Thank you.
Gegend der Ort hinauf fehlen jetzt überall die Erntehelfer, die nicht einreisen dürfen. Und die Marienschwestern von Oberkirch-Marienfried haben sich jetzt als Erntehelfer in dieser Erntezeit hier aufs Erntefeld begeben und freuen sich an der Reifelernte. Dreiteiligen Dokumentation angekommen. Wir sind froh und dankbar, dass es uns in dieser Zeit möglich war, weiterhin Gutes zu tun und vielen Menschen beizustehen. Herzlichen Dank auch für Ihre Unterstützung und Gottes Segen.